Schießen, Jagdrecht, Waffenkunde, das muss ein zukünftiger Jäger alles drauf haben. Normalerweise dauert diese Ausbildung gut 9 Monate. Die Jagdschule Sauerland in Hemer aber bietet einen Kompaktkurs in nur 3 Wochen an. 2.500 € kostet der Kurs mit täglichem Unterricht. Gleich zu Beginn wird es dann auch aufregend. Schießen steht auf dem Stundenplan. Ihnen gebe ich mal die. Der Herr Kossel kriegt die. Eine Bockflinte für jeden. Jagdausbilder Jens Raschke verteilt die Waffen zum Tontaubenschießen. Diese 5 Kandidaten wollen in 3 Wochen den Jagdschein erwerben. Eigentlich sind sie Geschäftsleute und Angestellte, doch der Jagdtrieb steckt in jedem. Das ist was Tolles, ne? So gemeinsam jagen, das Gesellschaftliche, das Gemeinschaftliche. Und man merkt dann doch, dass also wirklich geschichtlich das in uns drin steckt irgendwo. Und die meisten sind dann doch begeistert, wenn die das erleben. Tontaubenschießen bzw. Flintenschießen ist was Elegantes. Das sollte man sich so merken, denn ich sag mal, da hat man früher großen Wert drauf gelegt, dass man da auch gut aussah, wenn man damit geschossen hat. Diagonal. Und darum wird zunächst an der Optik gefeilt. Bevor der erste Schuss fällt, muss die Haltung stimmen. Jens Raschke kümmert sich um jeden persönlich. Auch um Anke Langkamp aus Datteln. Ihr Mann ist bereits Jäger. Jetzt will sie es auch versuchen. Wie ist das für Sie, so schießen? Kann ich Ihnen noch nicht sagen, habe ich noch nie gemacht. Wie fühlt es sich bis jetzt an? Es ist aufregend. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass das alles ganz gut klappt. Aber dafür muss erst die Munition ausgegeben werden. 10. Schön auf beide Taschen verteilen. Wenn Sie später mehr bekommen, dann ist das schon ein bisschen Gewicht. Und dann heißt es nur noch laden, entsichern und schießen. Waffe schließen. Wunderbar. So fangen wir an. Das war doch schon mal gut. Sichern. Immer schön mit den Fingern hier aufpassen. Ne? So, halten. Ja. Und reinschmeißen. Gut. Der erste Schuss. Schön. Wie war das so? Moment. Jetzt kann ich Sie gut verstehen. Man ist doch ziemlich zitterig. Ich zumindest. Ich hoffe, dass ich mich dran gewöhne und die Tontauben so, wie ich das in der Prüfung verlangt wird, dass ich die dann auch treffe. Gut. 5 von 15 Versuchen müssen in der Prüfung sitzen. Gut. Es war schön da drüber, aber es war schon mal die richtige Richtung. Zumindest ein kleiner Erfolg. Jens Raschke kennt die Schwierigkeiten von Anfängern. Sie denken zu viel. Der typische Fehler schleicht sich erst immer im Laufe der Ausbildung ein. Das heißt, die Leute fangen an zu zielen. Und beim Schrotschuss muss man eben ohne zu zielen schießen. Wunderbar. Und schön Zeit lassen, ne? Ich hetze sie nicht. Wenn sie innerlich okay sind, leicht abwinken und dann drücke ich. Gut. Jagen aus dem Gefühl heraus, das will Jens Raschke seinen Schülern vermitteln. Bis Mitte Februar muss alles sitzen und auch Anke Langkamp soll ihre Lektion in Sachen Lockerheit jetzt lernen. Ganz bewusst, ganz easy. Machen Sie mal. Und wenn die Taube da unten schon weg ist, machen Sie mal ganz locker. Versuchen Sie mal locker zu schießen. Versuchen Sie es mal. Ja, genau. Das war aber schön. Das war viel lockerer als normal. Das war schon gut, ne? Trotzdem wird es noch dauern, bis die ersten Tontauben getroffen werden. Insgesamt sind 9 Übungseinheiten auf dem Schießplatz angesetzt. Anke Langkamp hatte Ehrgeiz gepackt. Sie will die Jagdprüfung auf jeden Fall bestehen. Gut. Meinen Freundin habe ich gesagt, ich jage den Jagdschein so lange, bis ich ihn habe. Schauen wir mal. Morgen steht das Thema Jagdrecht auf dem Stundenplan. Zumindest leiser wird es dann zugehen.